Flavorites wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl Schweiz, da steckt richtig viel Schweiz drin. Ja, wir mal im Weiterweiser kochen. Ich habe nicht die Lösung. Ein Wrap. Man kann rein tun, was man will. Reste sind willkommen. Ist extrem schnell gemacht. Sogar, wenn man den Teig noch selber macht. Wrap-Schüssel. Ein bisschen Mehl. Und Öl, Salz und ein bisschen Wasser. Drehen wir abdrehen, lassen da und that's it. Ist wirklich super simpel. Und es braucht nicht einmal ein Rezept, nämlich. Den kann man machen ohne Rezept, den Teig. Und dort kann man jede Art von Mehl nehmen, das spielt nicht eine Rolle. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Olivenöl. Und dann also ein Sprotz Wasser drin. So ein bisschen leicht warmes Wasser. Und das hat jetzt einfach jeder daheim. Auf den Tisch und dann noch fertig kneten. So eine Tortilla-Fladen, da ist ja nicht viel mehr drin als Wasser und Mehl. Oder? Tun wir zurück in die Schüssel, abdecken. Wir wollen die Feuchtigkeit, die drin ist, behalten, von dem Wasser, vom Öl. Für unser Füllprogramm vom Wrap machen wir etwas Spezielles. Ich dachte, heute machen wir so etwas Pickled Vegetables. Das heisst, wir tun etwas Gurken, etwas Bierrettich, etwas Rüebli. Das ist eigentlich, wie wir wirklich die schnellste Version von Mixed Pickled machen. Ich würde sagen, so lange Stifte machen. Die zusammenschneiden. So. Und jetzt schon farblich ist es natürlich ziemlich eine gute Sache. Salz und Zucker dran. Schön ziehen, dass der Saft richtig rauszieht. Und ganz am Schluss, wenn wir es nachher brauchen, mit ein bisschen Essig marinieren. Sensationell! Gut. So sieht das aus. Dazu brauchen wir geröstete Sesamkerne. Ist für mich ein Muss, wenn man so ein bisschen leicht den Blick in den Osten macht, oder? Schön. Salat, ist klar, ist wichtig. Dann ist schön ein Babylattich. Finde ich perfekt. Alles gut vorbereitet. Plus Nektarine. Gibt mir so ein bisschen eine frische Note rein. So ist das gut, siehst du hier. Das zieht jetzt noch nach. Und jetzt ein Ziegemachten. Ein Santergöttli. Wir werden das dann leicht marinieren. Sojasauce, Sesamöl, Honig. Ja, die drei Sachen zusammen. Das gibt ziemlich eine steile Geschichte. Es geht schon fast ein bisschen ins Salatsauce-Konzept rein. Wir nehmen gleich viele Teile Sesamöl wie Sojasauce. Jetzt tun wir noch gleich viel Sojasauce drin. Etwa so. Das Ganze mit Honig ein Drittel aufgießen. Einfach drin lassen. Deckel drauf. He? Tendenziell ein bisschen mehr Sesam als Soja, aber nicht zu wenig. Und nachher Honig dazu. Und jetzt schau mal. Das ist das, was wir haben. Mmh! So haben wir es gern. Das Fleisch ein bisschen aufschneiden. Wunderschön. Tipptopp zart für kurzes Bräteln. Marinieren. Einfach so etwas ein drüber. Da wir Sojasauce drin haben, ist es doch wichtig, dass man das relativ zügig nachher braucht. Also ich sage jetzt mal, die Marinierzeit hier 10 Minuten max.
Sesamsamen drüber. Und jetzt ein Wrap ohne Soße. Ist kein Wrap. Knoblauch. Muss ich es richtig nochmal drücken. Ist wichtig. Und wir wollen es möglichst fein nachher drin haben. Wir nehmen recht zügig Knoblauch. Das mag es nämlich auch leiden. So. Dann tun wir Mayonnaise dazu. Joghurt. Dann geben wir gleich viel Mayonnaise dazu. Sambal Oelek. Da würde ich sagen, nicht allzu viel. Ein bisschen Limettensaft. So. Dann mischen wir das Ganze mal. Und man darf natürlich selbstverständlich hier noch ein bisschen Koriander noch rein tun. Teig. Ein bisschen Mehl. Das macht einen wunderschönen Wrap. Und übrigens, das kannst du am Lagerfeuer machen, so Zeug. Also und eben der Teig, das ist jetzt so ein gutmütiger Sieg, oder? Der erträgt so viel, also. So, rappity rap. Da das Pfennig anreisen. Ein bisschen Öl rein. Voilà, drei Pfannen. Und drinnen lassen, bis er Blasen wirft. Dann wird es so Bläschen geben. Da kommt schon eine. Irrsinnig. Dann kehren. Und dann braucht ihr schon ein bisschen Temperatur. Also. Voilà! So sieht das etwa aus. He? Und wirklich nur ganz kurz. Nur zack, zack, rein drehen, raus. Das reicht schon. Mit der Restwärme, die wir jetzt haben hier drin, wird es schön nachziehen. Und dann werden wir einen ganz feinen rosa Stich haben. Selbstverständlich tun wir jetzt noch mal ein bisschen von unserer Marinade drüber. So. Dann hier, das hier tun wir jetzt abschütten und nachher mit ein bisschen Essig abschmecken. Plus ein Spritzchen Limettensaft haben wir ja noch. So gehen Mixed Pickles, nicht anders. Aioli rein, he? Ganz wenig, so ein bisschen rein streichen. Lattich rein. He? Mixed Pickles. Fleisch. Pfirsich, respektive Nektarine. Noch rote Zwiebeln. So, es reicht. Ein bisschen drüber. Voilà. Vielleicht noch ein bisschen. Rollen. Schön. Und sofort einpacken. Der erste Biss ist immer der, der. Das ist brutal. Und es erstaunt mich jedes Mal wieder, wie kurz mariniertes Gemüse so brutal zur Geltung kommt mit dem Fleisch zusammen. Schön!
Da muss es sein. Vollputzen, das Zeug. Flavorites wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl Schweiz, da steckt richtig viel Schweiz drin.